Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, ich bin ein bisschen genervt. Das ist mittlerweile die fünfte Aufnahme, die ich gefühlt heute mache und die funktioniert jetzt endlich. Nachdem ich Einstellungen vergessen habe im Aufnahmeprogramm, über die ich total vergessen hatte, habe ich jetzt mitten und danach das Aufnahmeprogramm, die ich übernommen hatte, habe ich mittlerweile alles gerichtet. Halt jetzt dezent einige Aufnahmen flöten gegangen, ob jetzt von Sky Factory 4 oder von Next Space Rebels. Ich kann euch ja mal ein bisschen drüber zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe ein bisschen geguckt mit hier, mit Autoclicker. Autoclicker sehr cool, hat viel gemacht und wir haben einige Kühe mittlerweile, habe ich auch von Tibi die Infos befolgt. Was leider nicht funktioniert hat, was wir auch in den Vorteil haben, war die Schalter über die, hier drüber zu machen. Hat leider auch nicht funktioniert, das hat einmal dann aktiviert und dann war es wieder ruhig. Keine Ahnung, ob es sozusagen gefixt wurde oder was auch immer. Deswegen habe ich wieder aktuell die Glock hier am Arbeiten, wo ich eigentlich für die Autoclicker gedacht hatte, aber dann habe ich nicht mit Strom brauchen. Ja, dumm muss man sein, ne? Ich mache jetzt aktuell die Smeltery leer, damit wir danach die verwenden können für Sachen, die nicht zusammengehören sollten. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, beziehungsweise was wir am Ende gemacht haben, war ein thermaler, Energie. Also ich wollte mich mehr in die Stromproduktion reintun und habe gedacht, wir machen das vielleicht mit Lava, weil wir Lava wirklich unendlich produzieren können und wir auch extrem viel Cobblestone haben. Von daher dachte ich, das wird wahrscheinlich der beste Weg am Ende sein. Wir haben hier auch einige Energiezellen noch liegen, die wir dann unten als Energiespeicher einbauen können. Jetzt brauche ich mal meinen Eimer. Nein, warte mal, das ist... Da ist er doch, mein Bucket. 52 Stück habe ich davon. Halleluja. So viel brauche ich jetzt aktuell gar nicht. Ich will jetzt gerade mal nur einen. Denn ich brauche jetzt dich hier. Und dann brauche ich eine Handvoll Kobbel. Und tu dich. Dann verarbeitet er das, ne? Zum Magma-Block. Geil. Habe ich jetzt hier 4 Magma Blocks und mit den 4 Magma Blocks sollte ich jetzt in der Möglichkeit stehen, einen Generator zu machen, und zwar einen Geothermal Generator. Muss wahrscheinlich dich noch jetzt sowas nicht auf Lager haben, natürlich. Wer erwartet denn, dass ich sowas auf Lager habe? So. Kann sogar 2 machen, cool. Und wenn das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, kommt hier Lava rein. Bedeutet, ich mache jetzt nochmal. Ah, wo ist? Teil die V jetzt beiseite gelegt, geil. Bedeutet, hier Lava rein. Und der produziert Energie in den Buffer, den er hat. Cool. Genau das wir. Ist natürlich die Sache, können wir einen automatischen Klicker dafür bauen? Einen automatischen Lava Generator. Das wäre natürlich jetzt, sagen wir mal, so der Peak, was wir hier machen könnten. Das wäre natürlich, ja, ziemlich episch, einen Autoklicker dran. Und mit dem Autoklicker, glaube ich, wäre das sogar möglich. Deswegen gehen wir unten mal in unsere Test-Area und werden da uns mal ein bisschen ausprobieren. Gehen wir mal hier runter. Wo bauen wir? Bauen wir hier mal schnell hin. Wir brauchen einen Cauldron mit einer Fackel drunter. Export-Import-Cable haben wir. Dann gucken wir nochmal hier, das sind die Export-Cable und das sind die Import-Cable. Export-Cable auch Speed-Upgrades. Gut, dann holen wir uns mal die Speed-Upgrades. Weil die wären dafür ganz schön essential. Ich glaube, ich habe gar keine mehr.
Habe ich alle verbraucht. Ich hätte vielleicht erstmal das Gold umwandeln sollen, kann es sein. Ist denn ein Inventar voll oder ist gerade das Ding abgestürzt? Ich kann nichts mehr zurückplatzieren. Ist das Inventar voll? Und zwar mit 90% mit Holz. Shit. Bedeutet, ich sollte Teile mit denen hier machen in Massen. Und was habt ihr? Schon lasst mich mal kurz gucken. Ihr habt. Ja, Bibi hat ja auch wieder geschrieben, dass ich die Dinge da machen soll, die extrem viel halten können. Vor allem an Holz. Weil Holz und Sticks werden unser Hauptproblem sein. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo war das? Filling Folder. Filling Folder war es, ne? Filling Folder. Filling Folder. Filling Cabinet. Cabinet. Filling Cabinet, das braucht eine Schalker Box. Das ist zum Beispiel hier das Problem. Deswegen gibt es die Folder. Und die brauchen nur Papier. Sugarcane, dazu habt ihr geschrieben. So, gucken wir mal. Crushing Tab Leaves macht Cane Seeds. Okay, also. Oh Gott, mein Inventar ist gerade echt uncool. Das System ist ausgelastet. At is maximum. Leather. Das heißt auch, dass mein Inventar sich anfängt zu füllen. So, dann brauche ich. Ja, das heißt ja auch, dass ich hier sozusagen ich jetzt Leaves rauskriege, kann, theoretisch. So. Habe ich irgendwie einmal zu wenig gehüpft oder? Crushing Tab? Crushing Tab. A Crushing Tube? Cane Seeds. Kann ich die einfach so anpflanzen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas hier aussetzen würde? Okay, die werden auch direkt hier platziert. Dann brauchen wir jetzt natürlich. Ah, nehmen wir gleich euch. Wenn wir schon dabei haben. Ein bisschen Sugarcane. Jetzt muss ich jetzt mal schnell hier anbauen. Damit, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir dieses Upgrade da holen, was mir TB geschrieben hat. Damit wir da weiterkommen. Bin gespannt, ob die sich was helfen, weil das ist ja jetzt aktuell gar nicht mehr lustig. Wenn die so gut sind, dann wäre das natürlich genial. Und die wären relativ günstig. Oh, das war jetzt nicht mein Plan. Welcome in the family oder so, ne? Shit, das ist jetzt nicht, dass hier das oben machen muss.
Und ich muss jetzt das alles in mein Inventar schieben. Oh, shit. Okay, das ist nicht so schlimm. Aber das... Und dann habe ich diese Folders hier. Craft with any item block that you don't not have. Na, was? Wenn ich jetzt hier so, keine Ahnung, Block stacken und dann sich mit dem hier. Okay, wie funktioniert... Geh mir aus dem Weg. Okay, wie wird das gefüllt, das Ding? Cabinet. Brauchst noch Iron Bars? Filling Cabinet. Ja, ganz kurz für Deppen. Filling Cabinet. Iron Bars, ja. Und Schulkers. Ah ne, es geht auch eine Chest, okay. Aha. Bedeutet, ich brauche ein bisschen Iron. Von denen habe ich zum Glück was. Oh scheiße, jetzt habe ich zu viel. Shit. Bleib mal hin im Winter, bitte. Warum habe ich immer Schalker? Warum kann man für sowas eine Schalker-Bots verwenden? Das ist mal ganz blöd gefragt. Okay, wenn ich dich jetzt hier platziere zum Beispiel. Und dann tue ich ihn völlig. Okay, jetzt ist der hier drin. Was ist jetzt, wenn ich so ein Storage Link Cable hier dran mache? Und dann versuche. Holz. In das Inventar zu schieben. Und dann. 240. Oh, schauen. Das funktioniert, nice. Bedeutet. Jetzt machen wir einen kleinen Trick. Um das ganze Problem mit dem Holz jetzt zu lösen, brauchen wir jetzt genau die hier, die Chests. Die Chests platzieren wir jetzt mal ganz convenient hier. Dann brauche ich Storage Import Cable und das Storage Export Cable. Ich glaube, ihr wisst schon, auf was es hinausläuft. Das Export-Cable, das ist das Import-Cable. War rein theoretisch, um Sachen neu zu sortieren. Hm.
muss es ja jetzt erstmal exportiert werden. Oder das ist der Exporter, genau. Du kriegst die Upgrades und du kriegst die Upgrades. Und du bist ein Blacklister-Importer. Und wenn ich jetzt nach einer Verbindung nach drüben mache, sind hier down welche drin? Und ich mache mir jetzt gleich nochmal ein mit dem hier. Was gut, das ist echt so gut. Also Tibi, echt vielen Dank für den Tipp. Schauen wir, was danach passiert, weil eigentlich müsste der jetzt dann anfangen, das ganze System zu lernen. Dann muss ich die Priority für den Exporter noch höher setzen. Storage Exporter. Das ist der Importer, das ist der Exporter. Dass jetzt dann sich die Inventare hier mit dem Holz leeren werden, weil dann wird das alles sauber ausschauen. Auf jeden Fall schon auch mal hier noch Sticks nehmen. Ich kann hoffentlich doch wieder hier. Immer noch nicht. Was dir aufgefällt mit Sticks, ist der Wahnsinn. Wir müssen jetzt schnell noch so nett für Sticks machen. Sticks. Ich weiß, die halten können am Ende, aber ist ja auch am Ende egal. Hauptsache, die ganzen Ressourcen fangen an zu verschwinden. Wenn alles voll ist, kann ich natürlich importen, oder wenn ich jetzt einmal breche, was passiert da? Dann müsste der noch ein Stack Upgrade. Stack Upgrade. Ich kann noch keins machen, weil ich keinen Blaze Powder habe. Oh, Scheiße. So niedrig wie es geht, kann er minus 10. Dann müsste der rein theoretisch importieren, aber nicht mehr exportieren, oder? Das Problem ist halt die Menge an Holz, die hier drin mit ist. Die ist nicht mehr feierlich. Wenn du halt versuchst, Platz zu machen, holy shit, das down. Ja, wie war das mit überfüllten Inventar? Es ging schneller als erwartet. Das ging echt schneller wie erwartet. Shit. Dafür ist die Smeltery Boom leer. Was Vorteilhaftes, aber ich kann gleich immer noch nichts im Inventar mehr platzieren. Weil zu voll. Und Blaze Powder habe ich auch nicht mehr.
Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann hoffentlich endlich das Problem lösen können mit unserem Blaze Powder. Also, bis dann. Ciao.